Wir haben gute Nachrichten. Die Schule in der Bretagne beginnt wieder. Vor 13 Jahren habe ich hier in der Bretagne meinen ersten Kurs gegeben. Inspiriert durch meinen jungen Hund, der sich in meine Träume geklinkt hat, kam im Traum eine Idee, ein Auftrag, womit ich arbeiten sollte. Vor 13 Jahren begann der erste Kurs und nach 9 Jahren kauften wir ein Haus in der Bretagne. Damals machte ich kraniosakrale Osteopathie und Homöopathie, aber es entwickelte sich zu Ahnenmedizin und Seelenhomöopathie und das gab auch die Organ-Emotion-Ausbildung, die in die embryonalen Wege führte. Und ich wusste, dass diese Arbeit hierher gehört, in die Bretagne. Doch nachdem wir unser Schulhaus fertig saniert hatten, begann unerwartet eine Pandemie. Unsere Räume blieben vorerst geschlossen. Wir landeten in einem Zwischenraum zwischen Ländern und Gesetzen. Und ja, man könnte es ein wirtschaftliches Desaster nennen. Aber wir hatten hier beschlossen, einen bestimmten Weg zu gehen. Und wir hatten nicht vergessen, was unsere Zauberkraft ist. Und wer unsere Lehrer sind. Vieles kostet gerade Zeit. Aber die viel längere Zeit hat uns die Phase der Unbewusstheit gekostet. Aber auch diese war intelligent. Hatte sich doch das jüngste und siebte Geißlein in der Uhr versteckt. Wer wundert sich mitten in einem Märchen schon über einen 100-jährigen Schlaf? Aber jetzt sind wir wieder da. Und unsere Schultore sind geöffnet. Am 3. Juni 2023 hatten wir also unseren ersten Kurs mit dem Thema Märchen, Mythen und Menhire. Und da es ein Märchenkurs war, durfte man sich etwas wünschen. Einstimmig wünschten sich alle Aufstellen mit den Karten. Und so ließen wir die Märchenkarten in uns lebendig werden. Wir begegneten mythologischen Wesen, zogen Karten an Menhiren und lernten unsere inneren Persönlichkeiten auf magische Weise besser kennen. Wir fühlten uns genährt von Zeit, Raum und Magie. Und all unsere Arbeit wurde behütet von der großen Mutter der Meere, mit der wir all unsere Gefühle teilen und besser verstehen lernen durften. Unsere Gefühle kennen keine Zeit, aber zur gleichen Zeit bekam ich eine Mail. Kamphausen nimmt mein Buch aus dem Programm. Das ist natürlich schade, aber da stand noch etwas in der Mail. Dort stand, dass ich meine Rechte zurückerhalte. Ich konnte innerlich nicht anders als zu grinsen und mir diesen Satz immer wieder
auf größeren Ebenen auf der Zunge zergehen zu lassen. Die Reihenfolge ist und bleibt einfach der Gegenzauber. Ich konnte einige restliche 100 Bücher in unsere Obhut übernehmen. Und ich denke, Sie finden von hier aus genug Zeit und Raum und natürlich auch über unsere Homepage, um Ihre Wege zu finden. Ich bin mir sicher. Ahnenmedizin benötigt Zeit. Homöopathie benötigt Potenz. Ahnenmedizin und Seelenhomöopathie benötigen Raum, Zeit und Potenz. Wenn du gerade überlegen solltest, vielleicht herzukommen in die Bretagne. Dann mach dich einfach auf den Weg. Ja, vielleicht ist es egal, ob physisch, per Telefon oder per E-Mail. Aber einfach los. Wir versammeln uns wieder. Wir sammeln unsere Zellen, Knochen und Gefühle in uns wieder zusammen. Wir erinnern uns an einen ganzen, heilen Körper. Mit Gefühlen und Raum und Dimensionen und Gemeinschaft. Lass uns einander erkennen und tanzen in den Zwischenräumen. Avalon ist niemals wirklich untergegangen. Es war eher eine erlaubte Pause, um sich vor den Geschehnissen in der Welt zurückzuziehen. Ich glaube nicht, dass der Zauber verloren ist, sondern dass er sehr gut untergebracht ist und zu lesen ist in den Dimensionen von Raum, Zeit und Gefühl. Ich habe es geträumt, oft und oft und oft. Der Zugang zu Avalon ist in der Bretagne. Ich bin Kim Felicitas Fohlenstein, aber ich bin auch Kim Arthur Pendragon. Und das Drachenbanner weht über unserem Haus. Und ich lade euch ein, an unsere Tafelrunde zu kommen. Denn wir sind mehr als ein Körper in einer Zeitdimension. Und egal, was du erlebst, es geht immer ums Ganze.